So, das heißt, es bleibt uns nur der Kahlkopf. Ich speichere also mal. Und komisch, diesmal wurden wir nicht ins Menü gerufen. Ich nehme die Sache in die Hand. So, Gullmund, können wir dich sammeln? Nein. Das heißt, wir haben hier zwei Räuber. Ich mach das schon. Oder nicht, du trägst jetzt die Truhe. Beim Geernten nochmal immer diese endlose Nörgelei. Ich hab sie schon bis hierher getragen. Jetzt bist du dran mit Tragen. Lund, bring mich jetzt nicht zur Weißglut. Du trägst die Truhe. Tu ich nicht. Immer willst du alles bestimmen. Aber jetzt kannst du auch mal die Truhe tragen. Wie bitte? Ich sag's jetzt zum letzten Mal. Nimm jetzt endlich die Truhe. Ha! Dazu habe ich aber überhaupt keine Lust. Bleibt sie eben hier stehen. Ob du Lust hast oder nicht, du trägst jetzt die Truhe. Beim Gehirn nochmal immer diese endlose Nörgelei. Ich hab sie schon bis hierher getragen. Jetzt bist du dran mit Tragen. Lund. Bring mich jetzt nicht zur Weißglut. Du trägst die Truhe. Okay, also die wiederholen sich jetzt mal. Da will wohl jemand ausgenommen werden. Attacke! So, da hat sie keine Munition mehr. So. Da wir die beiden nicht häuten können. Räuberembleme, dafür zahlt ja der Hauptmann, hat er gesagt. So, die können zu dir, das wird verkauft. Räuberembleme können wir auf die zweite Seite, dass wir sie abgeben können. Ah, kann das Ding auch erstmal, bis wir es mal einer bestimmten Person geben können. Messer brauchen wir nicht. Da kann ich nichts weiter reinpacken. Also ja, mir wird angezeigt, wo ich noch Punkte reinstecken kann. Ja, gut. Zwergennase. Mehr Falschen erstmal. Noch ein Lebenspunkt wäre nicht schlecht. Und noch etwas Selbstbeherrschung und dann noch überreden. Ja, Bortus Truhe. Mal sehen, was hast denn du da drin? Okay. Skraja ist, soweit ich weiß, eine Einhand-Hiebwaffe. Aber eine, die ich nicht sonderlich mag. Flachmann, eine Schnupftabakdose sind Sachen, die verkauft werden können. Weil auch Entermesser. Ja, Haumesser zählt als Säbel. Entermesser zählt auch als Säbel. Sieht auf jeden Fall cooler aus als ein Haumesser. Nebenbei hier. Ihr seht, können wir gerade keine Punkte vergeben. Bogen auch nicht. Also ist gut soweit. Und hier sind doch noch neue Wildschweine aufgetaucht.
Kräften. Sie hat natürlich auch gleich wieder eine Wunde erleiden müssen. Ja, Wildschweine tun weh. So, hau noch mal ordentlich drauf. Ich mach das schon. So, du heilst dich. Au. Toll, das hat nur eine Wunde entfernt. Und das hat jetzt beide Wunden entfernt. Und gibt Regeneration. Amazone voraus. Ah, du solltest sie auch rausnehmen. Wird gemacht. Okay. Ah, das heißt, wir sind bald beim Kahlkopf. Also gut, ich gebe zwar an alle Einzelheiten von Drakensang, erinnere ich mich auch nicht, aber ich weiß, was am Kahlkopf passiert. Nämlich eine Cutscene. Okay, keine Cutscene. Wir treten einfach in ein anderes Gebiet. Stimmt. Das gab solche Übergänge in bestimmte Gebiete, um Wege zu sparen, sag ich mal. Und hier gibt es jetzt die Cutscene. Ich habe euch das Diadem beschafft. Nun gebt mir euer Ehrenwort, dass ihr Salina nichts antun werdet. Das Diadem. Gut. Sehr gut. Deine Geliebte muss in Vexens Gunst stehen, denn mit dem Diadem erlischt auch mein Interesse an ihr. Der Typ sieht schuppig aus. Dass die Gunst deines Gottes für heute erschöpft scheint. Tötet ihn! Ja, ein schuppiger... dunkler Magier. Und das Diadem wurde aktualisiert. Ja, findet Ranor. Also, warte. Ja, hier. Das Räubernest ist ausgerechnet, auch den Dieb Ranor und ein Diadem konnte ich dort auffinden. Die finstere Gestalt, welche hier eigentlich hinter dem Diebstahl steckte, kam leider mit der Beute davon. Bleibt nur zu hoffen, dass das Diadem nicht allzu wertvoll war, denn sonst wäre ich zu spät gekommen. Aber immer noch rechtzeitig, um ein Menschenleben zu retten. Ja, dafür muss ich erst einmal die loswerden hier. Also gleich mal mit Wuchtschlägen. Den einen verpassen jeweils. Nimm das! Das war knapp. Fast hätten sie mich zu Boron geschickt. Ja, Ranor. Allerdings, ihr seid tatsächlich Ranor. Allerdings, ihr müsst Ranor sein. Salina sucht euch schon sehnsüchtig. Allerdings, ihr müsst Ranor sein. Euer Freund Runkel hat sich bereits Sorgen gemacht. Allerdings, wer seid ihr und warum wollte man euch umbringen? Nehmen wir mal die zwei. Salina, Oberaraya und Fex, ich muss zurück. Bestimmt wird sie mich verfluchen. Ich muss zu ihr. So, wartet doch. Wir können zusammen dorthin. Ich hätte euch ein Angebot zu machen. Ein Angebot? Was geht es denn?
Nun, einen verwegenen Burschen wie euch könnte ich gut als Reisegefährten brauchen. Wollt ihr nicht mit mir nach Ferdok kommen? Ich wäre nicht abgeneigt, aber was springt denn dabei für mich heraus? Ich habe euch das Leben gerettet. Reicht das nicht für den Anfang? Da habt ihr auch wieder recht. Das ist gut. Ich komme mit. Hört sich auf jeden Fall lukrativer an, als mit diesem einfältigen Runkel umherzuziehen. Ja, da haben wir Drano jetzt. Der mit einem Degen rantiert. Dem können wir auch die Haarnadel noch geben. Dem könnten wir auch noch die fürs Erste die Maske geben. So, mehr Charisma. Ja, der hat Stufe 3 schon. Ich mach das schon. Alle mal hergehört. Was schon ziemlich hoch ist. Eine gute, hat höhere Schlösser knacken. Hat Wurfmesser. Wie gut ist seine Heilkunde? Nicht sonderlich gut. Das heißt, die Verbände können zu ihr. Ja, und das ist das allgemeine Geld, das ich habe. So. Sprich mit Salina. Jetzt, wo ich Drano von dem sicheren Tod durch die Häscher dieser unheimlichen Kreatur bewahren konnte, sollte ich mich schleunigst zu seiner geliebten Salina begeben und ihr davon berichten. Ich hoffe, sie wird den Verlust des Diadems verschmerzen und Drano verzeihen. Hoffen wir. Räuberemblem. Ich nehme die Sache in die Hand. Wundpulver. Kommt mal zu mir. Und ja, ich vergesse, ich kann ja auch hier, also während ich beim Looten bin, Zeug verschieben. Und ja, man merkt, wir haben schon sehr viel, was wir verkaufen können. Packe ich das mal so lange darüber, dann haben wir hier mehr Übersicht. Hier sind zwar ein Haufen Kisten, aber nur eine Truhe, die wir öffnen können. Also die wir benutzen können, besser gesagt. Ob wir sie öffnen können, hängt von unserem Drano ab. Das möchte ich gerne noch einsammeln. Amazone voraus. Oh, das ist praktisch. Neue Pfeile für dich. Eine gute Entscheidung. Drano, beweis mal dein Können beim Schlösserknacken. Okay, zittrige Hände bedeutet eigentlich, dass die Fingerfertigkeit kurzzeitig verringert ist. Oder dass wir kurzzeitig keine Schlösser knacken können. Okay, verschlossen. Zu euren Diensten. Das heißt, wir versuchen es mal mit einer Haarnadel. Ach, Schlösser knacken minus 10. Das macht zittrige Hände. Nicht die Fingerfertigkeit, sondern einfach nur das Schlösser knacken geht runter. So, jetzt mal mit einer Haarnadel. So. Lederstiefel. Alle mal hergehört. Kann die einer gebrauchen? Nö. Amazone voraus. Du trägst keine Hosen. Dann trägst du jetzt welche. So. Gut, das heißt, wir sind hier oben.
auf dem Kahlkopf eigentlich so gut wie fertig. Nur mal gucken, ob hier hinten noch was versteckt wäre. Ah ja, zwei Fässer.